Ohne Witz, ne? Ich würde mich eigentlich niemals wirklich trauen, in den Dungeon zu gehen, weil ich voll Angst hätte, alles wieder zu verlieren. Ja, das kriegt man ja relativ schnell wieder, was wir jetzt Oh ja, haben. ich nicht. Na, nö. Wir fangen ja dann zusammen neu an. Wo bist du? War denn. Wo bist du denn hin? Ich laufe gerade nach Castlevania fern, ja. Ich bin X. Eben warst du noch bei mir. Wo bist du? Welche Koordinate? Ah, ich sehe dich. Da drüben bist du ja. Und wie bist du denn innerhalb von 30 Sekunden so weit weggelaufen? Speedhack. Ich bin mit Speedhack durch die Welt geflogen. Geflogen mit Speedtech. Kennt sich sehr gut aus. Ja. Ich glaube, Nodus fliegen ist viel schneller als normales Fliegen. Ja klar. Man kann da glaube ich sogar, also ich meine, da kann man Fly eingeben, also wie schnell man fliegt. Echt? Ja klar. Muss ich mal ausprobieren? Nein, Spaß. Dann meinen Sie am besten. Ja. Hauptsache Luis wurde hier mal gebannt, weil er geflogen ist. Der sind Spieler weggeflogen und den Zombies. Was ist geflogen? Luis, das Mensch Ja. ist geflogen. Ohne Cheats. Nein, mit Hex. Nodus. Weiß ich nicht womit. Wo bist du hin? Hinter dir. Ganz ruhig. Hier nur noch 1300 Oh, Blöcke. Pigment! Zwei Pigment. Zurück. Die haben ja nur einen Stick in der Hand. Zurück. Drei Pigment. Drei? Drei. Soll ich jetzt mal rennen? Nein. Was machen wir jetzt? Wir gehen. Warte, wir sind jetzt in diesem Pikmin-Biom. Warte. Wir sind voll scheiße gegangen. Wir gehen jetzt erstmal X-Minus. Und Z wieder ein bisschen Minus. Also Also in wir die gehen jetzt. Richtung. Nee, warte. Wo bist du? Hier. Da. Komm. Habe ich mich erschrocken. Auf einmal stehen da drei Pigments. Ja, weil in die Richtung ist aber X plus. Ah nee, wir müssen ja nach X plus. Nein. Okay. Doch, ist wirklich Die, aber nicht ja, mehr. X plus. Also ich meine, dass die Minus 2 kleiner wird. Größer. Ja, aber ich bin so dumm dafür. Dass wir näher nach Null gehen. Weil in der Nähe von Crow Moor, da ist noch ein Pigment. In der Nähe von Crow Moor spawnen so viele Pigmen. Warte, wir gehen jetzt erstmal Z 2000. Also wieder weiter in Minus. Boah, wie viele Warte, warte. Pigments spawnen. Ich guck kurz nach, wo die. Nein, Z-Koordinaten waren minus 3420. Ich weiß, aber wir müssen erstmal X zu der Dings zu der zu dem Dingsbiom gehen. Wie viele Pigments hier einfach nur sind auf diesem Biom. Sollen wir jetzt nach minus 2000? Minus Ja. 1200? Ja. Okay, also bei X, Es ne? ist ohne Spaß. Ich bin ja einmal vor Banditen weggerannt. Am Ende hatten wir 40 Pigments oder so hinter uns. Der hat keine Sekunde überlebt. Der wurde direkt von denen gekillt. Und ich war vor denen und habe mich in der Liane ausgelockt. Danach ist mir eingefallen, dass ich die einfach von der Liane hätte schlagen können und dann die kleinen Zombies kaputt machen können. Eigentlich Was sind hast du denn für eine eigentlich Rank? sind, warte, eigentlich sind Lianen ja voll überpowered. Ja, sind sie auch. Was wolltest du sagen? Was für eine Render Distance hast du drin? Fahr. Ich kann auch rüberstellen, aber wofür? Ja, weil dann siehst du die Pigments eher als ich. Weil ich habe nämlich nur normal. Ich dachte, du hast doch jetzt den voll schnellen PC. Ja, aber ich zock trotzdem nicht auf Fahr. Warum? Weil ich das komisch finde, weil dann die Sachen da so klein sind und das so irgendwie ganz komisch aussieht, finde ich. Es sind so, Okay. wenn man geht, bewegen sich die Pixel doch ein bisschen, ne? Ja. Und dann sieht das bei mir so aus, als würden die sich richtig heftig bewegen.
Okay. Ja, du kannst aber auch Viewbombing ausstellen, dann schleichst du sozusagen nur. Siehst du keine Gehbewegung? Dann bewegen sie sich auch nicht so heftig. Ja, ich will aber Gehbewegung. Na gut. Ich finde es immer voll hässlich, wenn jemand ohne Gehbewegung spielt. Ja, wenn man ist voll komisch, man geht da einfach, man als ob man fliegt. Nee, also man sneakt. Ja. Man sneakt bewegt man sich auch so vor. Die Gehbewegung ist aber auch neu, glaube ich. Also Ja, seit der relativ. 1.8. Bei 1.8 wurden überhaupt richtig viele Optionen hinzugefügt. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon gespielt habe. Keine Ahnung. Klar, du hast doch seit der 1.3 Beta gespielt, hast du doch gesagt. Nein, seit der 1.3 nicht Beta. Also Vollversion. Ja. Alter, wie wenig spielst du erst? Oder ich weiß es nicht. Also, Dann, als warte, ich. wenn du seit der 1.3 Vollversion spielst, spielst du noch nicht mal ein Jahr. Das kann nicht sein, weil ich schon ein Jahr Mindset spiele. Eben. Also, ich spiele Mindset, seit es 2 Monate draußen war. Mal überlegen. Und Mindset ist letztens ein Jahr alt geworden. Also, 1.5 Beta war circa 2010. Wie lange spielt das denn schon seit Jahren so her? Keine Ahnung, wann ich angefangen habe. 2011, glaube ich. Dann muss das noch in der Beta sein. Ja? Ja. Muss in der Beta sein, aber ich bin. Müsst du aber Ja, trotzdem. ich habe Könntest du da aber. nicht. Kannst aber trotzdem nicht in 1.3 gewesen sein. Jetzt sollten wir doch nach hier Z gehen, oder? Wo sind wir denn gerade? Wir sind jetzt. Also, ich sehe jetzt hier gerade außen, das sind noch genau 1.000 Blöcke von hier Wir aus. gehen 1215. Erstmal. Oh, gehen wir nicht. Zum Pikmin? Nein. Was denn? Aber ich kenne diesen Ort. Ich habe den Namen vergessen. Ich kenne diesen Ort, aber. Oh, ich habe noch 3 Durstlevel. Flasche trinken? Ich auch, ja. Wir trinken die zusammen. Nee, wenn wir einen haben. Nein. Ich habe noch immer noch eine Flasche in Reserve. Ja, okay, ich auch. Also jetzt lass jetzt abbiegen hier. Ah, ja. Genau. Das ist ein Zombie. Man sieht uns nicht. Sagst du? Ich bin jetzt gerade immer an ihm vorbeigelaufen. So blind können die Zombies eigentlich gar nicht Ist sein. so. Ich glaube, die haben gar nicht richtig Augen, sondern nur Gehirn. Gehör. Nur Gehirn. Nee, glaube ich wirklich, weil irgendwie. Ja. Die hören einen ja, wenn man laut ist. Aber sehen tun ja nicht. Weil ich bin mal direkt vor dem mit den Augen vor. Also der hat mich eingesehen und ich bin an dem vorbeigesneakt. Leute, ist da hinten noch ein Zombie-Pigman? Wo? Also da links. Nee, glaub nicht. Nee. Nein, ich sehe nichts. Aber das ist wirklich so. In diesem Gebiet, wo man zu Chrome Moor geht, sind so viele Pigments. Gestern war voll der produktive Tag bei mir in Mindset. Was ist denn so? Ach so, ja. Wie oft nochmal? Ich bin dreimal an derselben Stelle mit Full Iron und Dia-Schwert, Unter also dem vollem Sprung. Dia-Schwert und vollem Infinity-Bogen und einem 180 Durability Power 1 Punch 2 Bogen runtergefallen. Bei Pelois, also. Im gleichen Ort. Beim ersten Mal meint der will mir also beim ersten, also wir haben geskypt, meint er so, wow, da wäre ich jetzt fast runtergefallen, ne? Will mir das per Bildschirmübertragung zeigen und fällt da runter, ne? Im zweiten Mal meint er so, ja, das war voll fällt vorhin, ne, fällt nochmal runter. Beim dritten Mal weiß ich nicht mehr, wie das passiert ist. Habe ich auch gesagt, jetzt falle ich so noch mal runter. Bin ich runtergefallen. Ja, ist wirklich, meint er so, und wetten jetzt vielleicht nochmal runter und ist wieder runtergefallen. Alter. Warte, wa Und was einmal. war da noch? Nee, genau, einmal war der auf dem Slip und wurde dann so nach vorne liegen und ist dabei auch runtergefallen. Ah, ja. Warte, was war da denn noch? Ach ja, dann habe ich mich zweimal in Alhassa eingeloggt und auf einmal sind da 30 Typen hinter mir. Wie viele, aber ein paar hast du davon noch niedergeschleppt, schnetzelt, oder? Ja, ich habe mit Simon Song, also das ist so ein Schwert, ein richtiger Rückschuss, habe ich glaube ich irgendwie 6 Stück davon runtergehauen. Und dann bin ich selber runtergesprungen. Ich wollte nicht, dass sie einen Kill bekommen.
Eigentlich ist das doch voll ich finde es immer voll scheiße, wenn man Hunger Games und sowas sich die Leute ausloggen, nur damit man keine Punkte kriegt. Ist doch voll langweilig. Verstehe ich das nicht, weil meistens kriegt man mehr Minuspunkte, als wenn man gekillt wird. Ja, aber du hast es doch jetzt auch gemacht. Was? Dich ausgelockt, nur damit die anderen nicht, also beziehungsweise gestorben, damit die anderen den Punkt nicht kriegen. Die kriegen ja gar keinen Punkt, wenn man einen killt. Naja, stimmt. Das ist doch voll scheiße. Warum kriegt man keinen? Achso, ja, weil man dann einfach im Team spawnen könnte und sich gegen Geld töten könnte. Natürlich. Ich habe jetzt noch 96 Cookies. Oh nein. Ich war mal im Norden mit einem halben Stack Melonen und ich habe es überlebt. Was? Ich war nämlich in Serbien und da gibt es so eine Gnomeninsel daneben. Und da habe ich erstmal 3 Weed und eine Kakaobohne gefunden. Da habe ich mir erstmal ein Stack Cookies gecraftet in Serbien. Bin dann nachher nochmal hingegangen und habe, glaube ich, 4 Weed und 2 Kakaobohnen gefunden. Also diese Kiste ist so richtig gut, Store Chest. Bisschen locker. Ja, ich denke mir nur so geil. Aber bis jetzt. Wo gibt's eigentlich Epic Chests? Da, wo wir jetzt hingehen, gibt's 4, glaube ich. Wo bist du? Mann. Hinter dir. Ah, da. Vor mir. Warte, da, wie viele Epic Chests gibt da? 4? Warte. Warte, wie hoch war nochmal die Chance, dass man einen Epic Chest in jemand Schwert findet? Bei dem Event hier? 30%. Oh. Das heißt, wir finden wahrscheinlich, wenn wir alle 4 Kisten durchlooten, ist die Chance ziemlich hoch, dass wir einen Diamantschwert finden. Ja, es sind aber nur 3. Also, ja, trotzdem ist die. Eigentlich ist das circa ein Drittel. Das heißt, wenn wir einmal looten, ist die Chance relativ groß, dass wir einen Diamantschwert finden. Ach ja, wenn du Zombie Pikmin hörst, also mach deinen Ton auf laut. Habe ich. Also nein, ich habe einen Ton auf 20%, aber auf 25%. Aber erstens höre ich alles, zweitens wäre es sonst viel zu laut und drittens ist der Regen sonst viel, viel zu laut. Oh, ja, hier ist ein Biom ohne Regen. Oder hat der Regen aufgehört? Hier ist eigentlich Regen, glaube ich. Gut. Also auf jeden Fall, wenn du ein Pikmin hörst. Ich mache mal auch Ton lauter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Sag mal, ob das zu laut ist. Ich glaube, das ist zu laut. Hörst du den Ton? Ja, ich höre ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Dann mache ich ein Level runter. Wow, 1% oder was? Nein, ein... Welcome to Castleville. Also, wir ist hier drin richtig viele Zombies hören, aber die gibt's gar nicht. Boah, ich hab grad schon sofort einen Zombie gehört. Die gibt's nicht, also sie sind irgendwie so hinter. Die sind auf dem Dach. Also. Alle auf dem Dach, die spawnen richtig. Ey, ich hab eine Frage. Hart auf dem Dach. Hier ist so ein Bild, ne? Hier kann man theoretisch... Nein, da kann man nicht durch, da kann man nicht durch. Hab ich schon alles ausgetestet. Gut, gut. Also auch wir bleiben auf jeden Fall hier zusammen, wir bleiben zusammen, komm her. Wo bist du? Ich bin gerade hier unten in so einem komischen Keller. Wow, voll mysterious hier. Wo bist du? Da unten. Ja, da oben. Ja, wenn wir jetzt obwohl ich voll hab mal wieder zu sterben, habe ich voll den Horror. Okay, also es ist ein schweres Jump and Run eigentlich. Das hier? Ja, es ist ein Vierblocksprung. Nice. Lol. Super. Ach ja, wenn du einen Zombie Pikmin hörst und du noch Chancen hast, steh auf diesem Block. Auf welchem? Auf diesem. Pass auf, ich komme jetzt. Welchem? Auf dem da, wo du gerade standst, ja, oder auf dem da? Ach ja, und wenn du Zombies gehen die Lianen hoch. Das bringt zwar nicht so viel, aber hörst du die ganzen Zombies? Ja. Eisenschuhe. Also brauchst du die? Mir ist egal. Hier. Was? Ach, du hast sie. Puh, ich wollte mich gerade schon sneaken, weil ich dachte, die Kiste wäre die spawnt. Ich weiß eigentlich. Wo sind denn eigentlich die Epic Chests? Oh, Eisenschwert. Darf ich das haben? Ja. Die Epic Chests. Eine ist in so Lava Jump and Run. Hier ist auch ein legendärer Bogen. Der Grey Bow. Weil ich sollte mein Eisenschwert nicht reparieren, ne? Das wäre voll die Verschwendung. Okay, mach ich nicht. Doch, mach. Nein, das wäre aber voll die Verschwendung, weil bei mir. Achso, du hast einen freien. Ja, dann nicht. Ja, bei mir. Ich habe immer noch einen freien Inventarslot wegen den ganzen Cookies, die ich die ganze Zeit esse. Hier in diesem Haus können keine Zombie-Pigments spawnen. Geil, das ist gut. Ich werfe noch. Aber die spawnen halt außerhalb. Jetzt einfach nicht rausgehen. Das ist ein Zombie. Wir müssen noch mal rausgehen, damit die Kisten wieder respawnen, weil das ist voll eng hier. Noch ein Zombie.